Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Crashlands mit dem Sawcrest. Oder wie hieß es? Hieß doch Sawcrest, oder? Oh, da ist eine Kiste rausgekommen. Sawcrest, genau. Ich hatte mich in der ersten Folge, hatte ich mir Seacrest gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie gesagt habe, aber naja. Wir haben ein Steinbett freigeschaltet in dem Spiel und ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wo wir das letzte Mal waren, aber das kriegen wir gemeinsam raus. Ich habe oben rechts habe ich dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Kristallschwert getrackt. Ich weiß aber gar nicht, was ich, das habe ich schon, seht ihr? Habe ich alles schon. Also geht es um Rüstung, die wir machen müssen. Dann ist die Frage, was hat man denn auf der Karte an Aufgaben? War hier noch was eingeblendet? Genau, wir mussten wohin? Hier unten mussten wir hin, genau. Richtig, genau, ich hatte gekämpft in dem... Ich hatte gekämpft in dem Labor und da habe ich mich beim letzten Mal zum Ende der Folge weggeportet und dann kam von den Zuschauern im Livestream, Mensch, da waren auch noch Sachen, die du hättest aufnehmen können oder aufgenommen hast und so weiter. Die habe ich noch geholt. Da gab es noch ein Bauschema, ich weiß eigentlich nicht mehr genau, welches das war. Wir können ja mal gucken, was wir noch herstellen können. Zum Beispiel bessere Rüstung. Da brauchen wir aber Leder. Ein Hammer, eine Axt ist eine Waffe. Es kam doch immer die Geschichte, ich brauche irgendwie eine bessere... War das nicht eine Axt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall aus Knochen und was weiß ich noch. Irgendeine Sache war, um bestimmte Steine oder eine bessere Pickaxe brauchte ich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, also bin ich. Genau, aber die habe ich ja, glaube ich, diese Pickaxe. Hatte ich die schon freigeschaltet? Ne, die hatte ich auch schon. Ja gut, dann ist es eigentlich nur diese Rüstung. Dann tracken wir mal irgendwas an Rüstung, würde ich sagen. Weil mir da das Leder und das Stein fehlt. Wobei, ich habe Leder. Ich sehe gerade, ich habe 15 Leder. Das heißt, rein theoretisch... Könnte man zum Beispiel einen anderen Helm machen. Genau, die Steine und Steine. Gut, dann machen wir Folgendes. Ich porte nochmal hier runter zum Labor, ob ich da irgendwas übersehen habe. Und wir gucken einfach, was wir hier noch abbauen können oder sammeln können. Da haben wir auf jeden Fall noch so einen Pilz. Nein, nein. Oh Gott, jetzt habe ich den als Home Location updated. Na gut, egal. Genau. Hier diese dicken Knubbel. Da hieß es, um die abzubauen, brauche ich irgendwas Besseres. A better saw. Und das ist die Frage, wo ich die bessere Säge hinkriege. Wir können auf jeden Fall die Steinplatten hier mitnehmen. Die Blömsche. Die aussehen wie so ein Spiegelei, finde ich. Die Sandshrooms. Eine Mischung aus Mushroom und also Pilz und... Kann ich das abbauen? Kann ich das? Kann ich nicht. Und Sonne. Oder was sind sonst Sandshrooms? Steine nehmen wir auf jeden Fall mal mit, wenn sie hier schon so schön rumliegen. Dann gehen wir mal rüber zum Labor, gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben. Und ansonsten müssen wir sowieso Richtung Norden laufen. Weil da der nächste Punkt ist, wo wir dann... irgendwie eine Aufgabe bewältigen müssen. Aber wir können doch mal ins Journal gucken. Das müsste doch hier stehen, oder? Irgendwas mit einer Kiste. Was müssen wir denn mitbringen? Irgendwelche Clutterflies brauchen wir. Wir brauchen ein... here build one of them pinwheels from the Chemworks. Pinwheel. Nadelrad? Vielleicht sowas wie ein... Oh, was ist denn das? Das ist bestimmt wieder ein Buff. Wie ein Spinnrad oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Das nehmen wir hier mit. Oh, wir haben noch ein Telepad discovered, sehe ich gerade. Das hatte ich beim letzten Mal auf jeden Fall auch noch nicht gefunden. Und die Steine nehme ich jetzt auch einfach mal alle mit. Wenn ich sie schon hier vor der Nase habe, brauche ich sie ja sowieso für das nächste.
Menge Steine. Was ist das? Was bist du? Ne, der will angreifen. Dann nehmen wir die unten natürlich auch noch mit, wenn sie hier schon so schön... Oh, da ist jemand. Kennen wir den schon? Ich glaube nicht, ne? Guck gleich mal auf die Map. Bis die Taschen voll sind. Steine mitnehmen. Wo sind wir denn auf der Map? Ah. Ich gucke an. Da müssen wir sogar hin. Da ist gar nicht das Labor. Das Labor war da drüben direkt beim, wo ich auch mich hin teleportiert habe. Alles klar. Explore Dolls. Mhm. Kommen wir hier. Eine Gem, also eine Dingslampe, Gem, Edelsteinlampe, würde ich es mal nennen. Kann man hier rein? Kann ich hier rein zu Ihnen? Lassen Sie mich rein? Geht nicht. Lässt mich nicht rein. Wahrscheinlich ist das der, mit dem ich reden muss und da brauche ich erstmal die Pinwheels. Ich würde gern mal wissen, wo ich die bessere Säge herkriege. Weil von der Maschine habe ich da noch nichts gesehen, wo ich die herbekommen würde. Nein, jetzt hör auf. Oh Gott. Da ist noch ein Teleporter. Okay. Dann laufen wir mal nach links. Vielleicht kriegen wir noch was. Also. Achso, ich bin ja hier unten. Dann teleportieren wir rüber, wa? Fortgebeamt. Ah, ein Pinwheel wearer, ein Windrad. Ich glaube, ich muss diese Viecher töten. Diese Leuchtteile da. Die hier. Die sind ja ziemlich hart, weiß ich noch. Die haben jetzt ganz schön zu schaffen gemacht. Guck mal, was ich hier so entdecke, wenn ich hier rumlaufe. Was ist denn das hier? Das sieht nach Teer aus, oder was? Oh, was ist denn das? Ich guck mal, ob so ein Vieh, was das kann. Oh, was macht der? Okay, er wirft Granaten. Geh weg. Ui. Und Brandgranaten. Raus. Ja, die sind ganz schön widerstandsfähig. Also trotz gutem Schwert wird das hier so eine Sache. Ui, oh Gott, drin gestanden. Oh Gott, wo ist meine Energie? Da oben links, alles klar. Oh, der brennt. Ich esse mal schnell was nach. Da ist er weg. So, was habe ich da gesammelt? Chartle Pitch. Also sind so viele englische Sachen dabei, die ich noch nie gehört habe. Tartle. Ist das Teer? Kann ich mir gut vorstellen, wa? Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir töten müssen. Muss auch gleich mal auf die Map gucken, ob ich innerhalb des... Das kriege ich auch nicht weg. Kann ich auch nicht abbauen. Tartle ist, glaube ich, nicht Teer. Ich weiß es nicht. Okay, wir befinden uns auf jeden Fall mitten im Gebiet. Na super, es wird dunkel. Ich bin begeistert. Da ist irgendein blauer Kristall da drüben. Spielt ein bisschen leise vor irgendwie. Und, was haben wir da freigeschaltet? Tennessee Memorial. What the fuck? Was ist das? Was ist das für ein Gedenkstein oder was? Hier kommen Sachen wohl rum. Kommen wir hier rüber? Kommen wir nicht. Wo kommen wir denn hier rüber? Was bist denn du? Oh Gott. Der ist stinkig. So, sind wir noch in dem Gebiet, wo wir hin müssen? Schon lange nicht mehr. Aber wir haben ein Telepad. Das ist gut. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall ja schon mal teleportieren.
Genau, richtig. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich kriege gerade einen Tipp aus dem Chat. Beim letzten Mal, als wir dieses nicht eingesammelte Teil war nämlich, glaube ich, eine Chemiestation. Richtig, ich erinnere mich. Soll ich mal hier so ein großes Vieh angreifen? Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was er sagt. Also das finde ich noch relativ leicht, weil da weißt du, dass sie in eine Richtung schlagen, ne? Und dann... Oh, a better pickaxe. Also wir brauchen eine bessere Säge. Oh Gott, was habe ich jetzt? Oh, ich habe Flügel. Flügel. Minias gefliegt. Minias geflogen. Minias fliegt. Lass mich in Ruhe. Meinst du, den Happy Hippo kriegen wir? Kriegen wir. Oh Gott, oh Gott. Ui, Doppelsprung. Oh, der hat irgendeinen Buff von mir gekriegt. Weil ich auf Schaden über Zeit mache. So richtig Schaden? Macht er noch nicht, ne? Ich glaube, wir müssen noch viel, viel stärker werden, wenn man anguckt, wie wenig Schaden ich mache. Also selbst wenn ich ihn betäube... Oh Gott, ich bin gleich ein Kapheister. Selbst wenn ich ihn betäube, hat er immer noch genügend Energie. Na komm, beruhige dich. Blitzschaden, ne? Oh, was habe ich denn da bekommen? You smacked an egg right off the bombit. Okay. Ja, genau, es gibt einen riesigen Frühstücksburrito. Sehr gut. Können wir jetzt einen eigenen Wurm mit haben? Können auf dem durch die Gegend reiten? Hm. Sounds awesome. I bet you make an incubator, you could hatch it. Okay. Mother Duck, wir werden eine Entenmutter und kriegen hier bestimmt den Incubator, oder? Wombat Incubator. Also wir können jetzt einen eigenen Wombat ausbrüten. Da bin ich sehr gespannt. Also brauchen wir die bessere Pickaxe. Wo sind wir denn? Okay, wir sind auf jeden Fall im Gebiet. Aber ich habe hier noch nichts gefunden. Wir gucken einfach noch mal ein bisschen weiter nach Norden, nach den Norden. Dann können wir gucken, wo das ist, diese. Da komme ich nicht hin. Ach so, wahrscheinlich, um an diese Dinger auf dem Wasser zu kommen oder auf dem Moor. Giant Fossil Femur, also irgendein Fossil. Muss ich wahrscheinlich diese Fliege-Option nutzen, oder? Hat er die gerade geschlagen? Ja, geht. Plumberry. Oh, es wird gerade wieder Tag. Auf, wie angenehm. Buttonglück. So. Jetzt sind wir im nördlichen Teil. Jetzt gehen wir rüber. Natürlich alles mit, das Wombat-Leder. Ich glaube, wir brauchen es aber nicht mehr für die, die Rüstung haben wir ja alles. Die Knochen hat man, glaube ich, für irgendwas. Also ich glaube, für eine der Äxte oder so. Ich muss mal gucken. Wir brauchen eine bessere Säge und eine bessere Pickaxe. Also müssen wir es ja irgendwie hinkriegen. Ich denke mal, dass wir erstmal diese Chemiestation bauen sollten. So, was haben wir denn jetzt hier übersehen? Wenn noch ein bisschen was von uns rechts ist noch was. Diese Blüten, können wir die einsammeln? Können wir nicht. Hier ist doch sowas wie eine Insel, oder?
Da ist noch ein bisschen Dreck. Du, pass auf, ich porte mich jetzt erstmal nach Hause. Gott. Long way home, sage ich da nur. Gut, dass man sich porten kann. Und guck mal ganz kurz nach dieser Chemiestation. Es ist die Frage, kann ich das hier herstellen? Das sind die Wände? Nee, wo kann ich die denn... Hier auch nicht. Das sind Schilder. Nee, das müsste ja schon in diese Richtung gehen. Also, was haben wir denn bekommen? Hier, Chemworks. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Oh, was brauchen wir da? Brauchen wir ein Herz? Intact Wombat Heart. Was, wir sollen ein intaktes Wombat Herz finden? Okay. Okay. Ein Bett. Wir können uns Rüstung machen. Hier ist eine Axt, aber wir brauchen eine Säge oder eine Pickaxe. Hm. Und das ist wahrscheinlich eine Lampe, die man so aufbauen kann. Und das ist eine Wand oder eine Floor, ist das aus Stein. Hm. Tennessee Memorial. Ach, so eine Gedenkstätte. Da ist ja auch hier, bin ich auch selber oben drauf oder eine Figur, die aussieht wie ich. Gut, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Das kann nicht verkehrt sein. Und was haben wir hier? Gloves, Leg Armor, Chest Armor. Dann machen wir die Chest Armor noch. Und dann sind wir auch schon am Ende der möglichen Sachen, die wir herstellen können. Und dann gucken wir mal, was wir für die Chemiestation brauchen. Wir müssen mal auf jeden Fall ein intaktes Wombat-Herz besorgen. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Aber erstmal mit den schicken Helm. Giftresistenz. Um 48. Das hilft mir wahrscheinlich bei diesen Fliegewespen, ne? Jetzt haben wir noch ein Höschen. Acceptable Charmor of Toughness. Toughness ist auf jeden Fall fast das Doppelte. Damage Reflect. Gar nicht. Und kein Poison. Warum müsste ich das anziehen? Weil sie Health erhöht. Gut, wir haben einen Schlüpper. Das ist ja auch schon mal was wert, ne? Ah, genau. Das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Man kann mich, wenn man Sachen herstellt, kann man in verschiedenen Qualitätsstufen Sachen craften. Also, man kann praktisch immer wieder eine Lederrüstung herstellen und dann die verwerten, wenn sie nicht gut geworden ist. Genau, jetzt erklärt er auch, dass es verschiedene Rüstungen gibt, die mit verschiedenen Stärken hergestellt werden und so weiter. So. Nee, er sagte nämlich, genau, du kannst nämlich Sachen auseinandernehmen. Das erklärt das Spiel jetzt auch Stückchen für Stück. Ja. Okay, das heißt, wir können Dinge craften. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir machen uns nochmal hier die Boots. Ich glaube, die habe ich noch nicht ersetzt, ne? Nehmen wir das mal an. Wir nehmen mal die Boots. Ich stelle die jetzt einfach nochmal einmal her, damit ihr das seht. Und dann müsste ich ja das vergleichen können. Und? Satisfying. Guck mal, jetzt genau, das ist genau das, was jetzt gerade angedeutet war. Haben bessere Healths, die Toughness ist um 11%, Freeze ist nochmal um 2% und es gibt nochmal HP-Ring. Also wir kriegen nochmal Gesundheit wiederhergestellt, das ist super. Deswegen werden wir den jetzt anziehen. Und wenn wir jetzt hier rausgehen in unser Inventar, und da müssten wir hier bei dem Schlüpper, da, Leg Armor. Und dann können wir die sind schlechter, und die können wir jetzt auseinandernehmen. So, zack. Und jetzt haben wir praktisch wieder Wombat-Leder dazu bekommen und können jetzt was anderes herstellen. Das ist schon mal super. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von Crashlands. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da dieses Wombat-Herz besorgen, so dass wir die Chemiestation bauen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.